Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge beim Kampagnenspezial mit den Tyranniden. Und ich gehe zur Kampagne, rechts oben am Bildschirm. Und suche mir jetzt die Tyranniden-Kampagne. Die sehe ich anhand des roten Schädels von Alien-Wesen. Ich drücke also drauf, auf Sternenkarte starten. Ich sehe einen grünen Punkt an Typhon Primaris. Ich gehe dann jetzt gleich dorthin. Muss ich ja. Und rechts an der Seite ist aber ein blaues Pfeil, vier oder drei blaue Pfeile, die sich hier bewegen, hoch. Links neben dem Bild vom Schwarmlord, ja, lese ich in weißer Schrift. Und das bedeutet, er ist eine Stufe aufgestiegen. Ich gehe mal drauf. Oh, da ist das prächtige Kerlchen. Mit der linken Maustaste kann ich ihn drehen, um ihn schön zu bewundern. Ich bemerke gerade, wie sein Körper mit dem Panzer außen durch Blutstränge verwachsen ist. Davor ekel ich mich gerade, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also zuallererst gebe ich ihnen wieder 2 Punkte auf Leben und danach kommen wir zum Spannenderen. Auf der linken Seite sehe ich ja schon 5 Sachen blinken. Also hier 1 Punkt auf Ausdauer, also Leben. Fügt einen Ausdauerpunkt hinzu, wodurch Extras und Fähigkeiten freigeschaltet werden, die die Überlebenschance steigern. Ich klicke also einmal drauf. Erstes extra freigeschaltet. Der Schwarmlord erhält Gesundheit für jeden Feind zurück, den er tötet. Das ist ziemlich geil. Ich gehe auf OK. Und da ich 2 Stufen aufgestiegen bin, darf ich noch einen Punkt vergeben. Jeder Angriff auf den Panzer des Schwarmlords von Feinden löst eine harzige Schleimverhärtung aus und erhöht so noch mehr seinen Rüstungswert. Ja, okay. Ich gehe jetzt zur linken Seite des Bildschirms und schau mal, was da so blinkt. So, wenn ich mit der Maus drüber fahre, kann ich es ja mal vorlesen in weißer Schrift im grauen Kästchen. Verbessert die Geschwindigkeit, verkürzt die Ladezeit für Fähigkeiten des Schwarmlords und verstärkt die Synapse, um diese Vorzüge auch Tyranniden in der Nähe zu gewähren. Das verbessert also meine Geschwindigkeit und lässt mich meine Fähigkeiten in kürzeren Zeitabständen erneut einsetzen. Fähigkeiten sind das hier in weißer Schrift, lese ich es gerade, diese 2 Sachen. Habe ich in der ersten Folge, also in der letzten Folge, weil das ist ja jetzt die zweite Folge, schon vorgelesen und erklärt diese 2 Sachen hier. Und das kann man dann schneller einsetzen. Das ist also ein ganz gutes Ding. Es ist ein Kommandogegenstand, das ziehe ich dann jetzt mal hier rein. Ich habe ja einen Platz frei. So. Schön. Gut. Dann habe ich hier oben verfügbare Rüstungen in blauer Schrift auf blauem Grund. Sehe ich das? Also hell, bläulich, weiß. Ich gehe mal mit der Maus drüber. Die Chitinplatten dieses Panzers sind dicker und dichter und absorbieren dadurch kinetische Einwirkungen,
die leichtere Rüstungen durchschlagen würden. Ja, das heißt, dass eine Rüstung vorhanden ist. In hellblauer Schrift lese ich das mal vor mit der Rüstungswertung plus 50 und in weißer Schrift auch eine Rüstungswertung von 16 ergibt 66. Extrem geil. Nehme ich direkt rüber. Sieht halt genauso aus wie vorher. Weil ich gucke mir den ja gerade mal an hier, aber das verändert ja nur nicht immer was. So. Okay, ich gehe jetzt mal zu den verfügbaren Zubehör. Hier, wo meine graue Maus gerade rumschwenkt, ist dann, also hier ausgerüstetes Zubehör. Bedeutet, das kann er dann anziehen. Und das hier links ist verfügbar. Das ist das, was ich in der Mission bekommen habe, geschenkt bekommen habe, gesammelt habe. So. Ja. Ich gehe mal hier mit der Maus drüber. Setzt ein Pheromon frei, das vorübergehend die Blutgerinnung und Zellregeneration bei Tyranniden in der Nähe und dem Schwarmlord selbst deutlich steigert. Ja, wenn ich das jetzt anlegen würde, würde ich eine Fähigkeit bekommen, mit der ich mich selber heilen kann und auch andere um mich rum. Finde ich sehr gut, ich gehe trotzdem mal weiter. Ein Biomorph, das eine aggressive Zellregeneration aktiviert, wenn der Schwarmlord in kritischem Zustand ist und ihn nach einiger Zeit wiederbelebt. Auch hier, es würde mich wiederbeleben, wenn ich sterben würde. Auch hier sehr gut. Ich gehe weiter. Ein Biomorph, das die Pheromone des Schwarmlords verstärkt, sodass sogar weit entfernte Tyranniden angezogen werden und Trupps in der Nähe unterstützen. Ein Must-Have. Tote Tyranniden werden einfach wiederbelebt, ohne dass ich dazu zu so einer Brutstätte laufen muss. Das ziehe ich mal direkt rein. Und dann das letzte Update, liebe Leute. Ein Biomorph, das es dem Schwarmlord ermöglicht, sich an einem anderen Ort physisch zu manifestieren. Kurz Teleport. Ich denke, ich werde... heilen nehmen und dass die Verbündeten sich erholen. Also, dass neue Tyranniden schlüpfen. Dass richtig neue, von toten Tyranniden, neue geboren werden. Also, es stirbt einer oder wird einer geboren zum Beispiel. Das habe ich jetzt dabei. Und jetzt das hier, was mir die Fähigkeit hier unten gibt, wo jetzt gerade mein Mauszeiger verrückt kreist, Regeneration. Was einfach nur eine Heilung ist, ja. Ich gehe wieder zurück zur Galaxiskarte. Ich bin soweit zufrieden. Also ich habe jetzt Heilung dabei. Ja, dadurch, durch diese Fähigkeit habe ich Heilung bekommen. Und durch diese Fähigkeit habe ich Wiederbeleben von verbündeten Kreaturen oder Monstern oder Tyranniden eben bekommen. Was meinen Trupp deutlich verstärkt. Es sind ja immer 6 Tyranniden oder so, oder 8 sogar, ich weiß es gerade nicht mehr. Und wenn einer stirbt oder 2, und dann kommt einfach so einer wieder, ohne dass ich etwas tue. Das ist die Fähigkeit, die man haben muss, ja. Und ich gehe jetzt wieder zur Galaxiskarte. So, herzlich willkommen zurück auf der Galaxiskarte. Dann holen wir uns mal den Lachs. Hindernisse überwältigen, vorrück.
Regimenter, die dies empfangen. Wir sind das imperiale Kommando satt. Wenn wir schon kämpfen müssen, dann tun wir das ab sofort für uns selbst. Wenn Sie das Treuebruch nennen, gut. Wir wären eh tote Leute. Die Kulte versprechen wenigstens eine Gegenleistung. Diese Region gehört nun uns. Wenn wir irgendwen innerhalb einer Meile sehen, belegen wir ihn mit Beschuss. Glauben Sie nicht, dass wir das nicht könnten. Die heiligen Panzer des Regiments sind nicht so wählerisch, was Heiligkeit betrifft. Viele feindliche Trupps sind in robusten Gebäuden verschanzt. Granaten, Scharfschützen und Flammenwaffen sind effektive Mittel gegen Besatzungstruppen. Einige feindliche Trupps nutzen schwere Waffen wie Laserkanonen, Maschinenkanonen und schwere Bolter. Verwickeln Sie diese Trupps in einen Nahkampf oder flankieren Sie sie, um Ihren Schussbereich zu umgehen. Und ich gehe auf Fortsetzen. Und ich sehe, ich kann hier wählen zwischen Fernkämpfern, Nahkämpfern. Und hier hinten, da kenne ich den Unterschied nicht zwischen Symbiontenbrut und Kriegerbrut. Also ich lese ja gerade in weißer Schrift, das ändert sich. Wenn ich klicke, hier einmal die Symbionten und da drüben einmal die Krieger. Hier steht schwere Infanterie, da steht nur Infanterie. Und ich denke, schwere hört sich besser an. Ich gehe mal auf den Senden. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt schlau, so zu argumentieren. Hauptaufträge, Nebenaufträge und Orte, die Sie erobern können, werden auf der Minikarte angezeigt. Symbole für Ihre Einheiten, Verbündete und Feinde erscheinen ebenfalls dort. Goldene und blaue Pings zeigen ihre Ziele an. Graue Symbole zeigen Ressourcen oder Basen an, die sie erobern könnten. Biologische Verbesserung unterwegs. Neues primäres Ziel, die südlichen Gegenden erkunden. Hier am Bildschirm sehe ich es ja in goldener Schrift, die südlichen Gegenden. Und hier sehe ich es auch nochmal, die südlichen Gegenden erkunden, weiß auf blau. Lese ich gerade und ich wähle mal meine ganzen Leute aus. Und ja. Eindringlinge, verdammt! Man hat uns gefunden! In Ordnung, ihr Teufel, es interessiert mich nicht, wer ihr seid! Spürt die Macht des Baneblade! Neues primäres Ziel, Rückzug. Angeblich sind die Nieden schlau genug geworden, um Castor zu vernichten. Mal sehen, ob ihr schlau genug seid, euch vor einem Baneblade zurückzuziehen. Ja, rechts unten. Soll ich jetzt X drücken? Hier, das Gelbe. Begeben Sie sich sofort... Oh. Ich habe nichts gedrückt. Schwarmtyranten hält außer Gefecht. Verdammt, wir kommen hier nicht durch.
So, ich lese in weißer Schrift: Bezahlen Sie, um gefallene Helden wiederzubeleben. Damit soll ich nach rechts oben schauen und da könnte ich jetzt was bezahlen, um meinen Held wiederzubeleben. Ich warte noch, bis es billiger geworden ist. Je mehr Sekunden vergehen, desto günstiger wird es. Und jetzt klicke ich drauf. Schwarmtyrant wiederbelebt. Genau. So, hier, weiß auf blaue Schrift, Helden werden beim zuletzt eroberten Hauptquartier wiederbelebt. Das heißt, dass Helden beim zuletzt eroberten Hauptquartier wiederbelebt werden. So, ich sehe hier was. Ich kann meine Kriegerbrut verbessern. Ich lese das mal vor. Weiße Schrift in dem grauen Kästchen, was sich unten geöffnet hat. Die Biozidkanone ist eine mächtige Fernkampfwaffe. Wirkungsvoll gegen Infanterie und Fahrzeuge. Tyranniden in der Nähe erhalten einen Fernkampfschadensbonus. Finde ich gut, kostet mich nichts, mache ich aber nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die Waffe, die gerade verwenden, eigentlich auch ziemlich effektiv ist. So, ich habe eigentlich jetzt kein primäres Ziel, außer mal hier hinzugehen. Schützt diese Zielkognitatoren. Die Geschütze könnten durchdrehen, wenn einer zerstört wird. Ja, neues primäres Ziel. Zerstören Sie die Ziel- oder den Zielkognitator. Kognitator. Und das mache ich auch mal, um dann beobachte ich mal, was mit diesem Geschütz hier passiert. Was ja eigentlich dem Gegner gehört. Oh, Ei der Daus. Und somit, denke ich, habe ich die Geschütze übernommen. Neues primäres Ziel. Den Verdauungstümpel beanspruchen. Und neues sekundäres Ziel. Zerstören Sie die Zielkogitatoren. Ja. Sekundäres Ziel muss ich nicht unbedingt machen. Schauen wir mal. So, und ich denke, ich habe ganz gute Chancen. Ich habe meinen Schwarmlord, der hier der Nahkämpfer ist. Und der Rest kämpft aus der Ferne, aus von hinten raus. Zerstört die Kisten, meine Bestien. So. Die Kisten lassen, wie schon erwähnt, wichtige Sachen fallen, Energie oder Anforderungen. Die Erkennungsfarben sind orange für Energie und blau für Energie und orange für die Anforderungspunkte. Und von denen kaufe ich mir ja dann immer Sachen. Also hier unten kann man es sehen, orange und blau, rechts unten am Bildschirmrand. Na, brennt mein Gift auf eurer Haut? So, und hier auf der Karte sehe ich einen blauen Kreis mit einem Pfeil drinnen. Das bedeutet wahrscheinlich, dort soll ich hinkommen und dann wird... Ja. Dann wird was passieren. Und es ist etwas passiert. Der Panzer ist mir immer noch auf den Fersen. So, hier ein neues Hinweisschild. Erobern Sie diesen Punkt für eine große Anforderungsbelohnung. Das lasse ich mir natürlich. Anforderungspunkt wird gesichert. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen und ich werde den Anforderungspunkt sichern. Ressourcenpunkt erobert. So. Und was heißt das? Das heißt einfach rechts unten am Bildschirmrand. Ich habe wieder was von dem orangenen Zeug dazu bekommen. Termagant verloren. So, tötet erstmal die mit den Granatwerfern da oben auf den Ruinen. Das habt ihr jetzt gemacht. Ich bin sehr zufrieden.
Die Granatwerfer wurden mir gerade wirklich gefährlich. Und ich gehe jetzt noch nicht hier hoch. Ich gehe nachher hier hoch, oder? Ne, ich gehe jetzt hier hoch. Ah, das geht gar nicht. Okay. Ich sehe, hier ist ein Baum im Weg. Ja, gut. Das Spiel will mich woanders langleiten. Oh, Granaten. Die sind immer ein bisschen... bisschen schwierig für meine kleinen Tyranniden, denke ich. So. Da kommt wieder was. Weiter. Lasst euch nicht erwischen. Lasst euch bloß nicht von dem Panzer erwischen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, hier unten habe ich was vergessen. Ich bemerke gerade, hier sind noch... So. Geht da weg, eine Granate. Die Horde hat uns gesehen. Nehmt den Energiepunkt ein. Ressourcenpunkt erobert. Damit müsste sich meine blaue Energie hier unten rechts am Bildschirm verbessern. Wenn die das hier eingenommen haben. Nehmt's mal ein, Tyranniden. Bestien. So. Ressourcenpunkt erobert. So, also gerade die Kriegerbrut würde ich nochmal kaufen. Die sind, finde ich, sehr gut. Die sterben nicht so schnell wie die kleineren. Hier sind sie ja, ich sehe sie auch nochmal. Haben auch eine coole Fernkampfwaffe dabei. Machen doch mega Schaden, sehe ich gerade. Also, die kaufe ich nochmal. So, ich gehe mal mit meiner Maus über die Kriegerbrut hier unten. Fernkampfeinheit. Ausgerüstet mit Stachelwürgern zur Unterdrückung feindlicher Infanterie. Kann mit Biozidkanone zur Abwehr feindlicher Fahrzeuge ausgerüstet werden. Ich mal so einen Linksklick, um was davon zu kaufen. Nicht möglich. Ja, nicht möglich. Neue Einheiten auf dem Feld. Bedeutet 52 von 60, wie man hier unten rechts am Bildschirm ranzieht. 52 von 60. Eine Truppe hat irgendwie, kostet mich für 18 Punkte. Und ich habe jetzt einfach von 60 schon 52, also. Ja. Das ist natürlich dann nicht mehr möglich. So, weiter vorrücken, meine Tyranniden. Zerstört den Zielkogitator. Und hier oben sind dann Wachtürme, die mir jetzt gleich gehören werden. Aufgepasst. Der Feind zielt auf unser Gebäude. Einer unserer Rezeptoren ist zerstört worden. So, das sind die Meldungen, die mir sagen, dass meine Wachtürme zerstört wurden. So, jetzt hier erstmal auf den Panzer, also auf den Sentinel, rechts unten der Name in weißer Schrift. So heißt das Teil. Lauft, lauft, lauft. Tötet. Und lauft. Zerstört den feindlichen Panzer. Den Baneblade kann ich nicht zerstören oder töten. Aber alle anderen schon, also zerfetzt sie. Also den Baneblade, den großen Panzer, kann ich nicht zerstören, leider. Aber so, das ist nun mal die Mission. Nehmt mal noch das Nest hier ein und zerstört mir noch mal die paar Kistchen. Da würde ich mich doch freuen. So. Ressourcenpunkt erobert.
stürmt auf sie gnadenlos zu. Bombardiert den Bunker. Noch ein bisschen. Gebäude verloren. Ja, Gebäude verloren heißt, irgendwo ist wieder ein Wachturm zerstört von mir. Da ich die aber eh nur von denen übernommen habe, von den Feinden übernommen habe, stört mich das nicht weiter. So. Hier den Kogitator zerstören, dann gehören mir hier die hier oben. Das wird ein Spektakel. Aufgepasst. So, die da oben auch noch. Na lecker. Ich wähle meine ganzen Tyranniden wieder aus und marschiere Richtung Osten. Ja, lauft, lauft, schön, schnell. Eines unserer Gebäude wird angegriffen. So. Das wird dann wohl dieser Wachturm hier unten sein am Bildschirmrand, der angegriffen wird. Ich bin jetzt eigentlich relativ zufrieden, muss ich zugeben. Ich sehe, wie wir einfach Termagant verloren. Ja, Termagant verloren. Wir machen einfach Ultra. Was? Wir können sie nicht weiter verfolgen. Wir dürfen sie nicht davonkommen lassen. Sie dürfen nicht entkommen. Oh, ich sehe etwas auf dem Boden liegen. Ein grüner Gegenstand. Ich mach mal Linksklick drauf. So, und am linken Bildschirmrand kann man es dann wieder lesen, was es ist. Hier töte die beiden Gardisten hier oben noch. Nimm das Nest ein. Die Horde hat uns gesehen. Die Horde rennt. Ressourcenpunkt erobert. So, ich kaufe wieder. Verstärkung ist unterwegs. Rechts unten Termagant. Also mit rechts unten meine ich den grünen Button. Wer es gerade nicht mitbekommen hat, einfach nochmal zurückspulen. Okay, hier sind Seuchenmarines. Hier, Seuchenmarine-Trupp. Rechts unten steht der Name. Ich habe die mal angeklickt. Die sind etwas härter als die anderen. Die explodieren auch, wenn sie sterben. So. Termagant verloren. Zerstört alles und jeden. Da sind sie. Das war es, ihr Maden. Hier werden wir euch begraben. So, der Baneblade ist, glaube ich, ganz außen rum gefahren, um dann hier oben mich anzugreifen. Also einmal ganz um die Karte rum. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Weil er konnte mir ja nicht mehr folgen über die Ruinen. So, neues primäres Ziel. Benutzen Sie feindliche Geschütze, um den Baneblade zu zerstören. Ich zeige das mal hier eben schnell. Hier ist ein blauer Pfeil. Das heißt, da muss ich hin. Das ist ein Zielkogitator, der wird halt zerstört. Ja, und was passiert dann? Dann bekomme ich halt die ganzen fetten Geschütze und dann ist der Baneblade bum, bam, bum. Dann explodiert er und ist tot und ich kann mich freuen. So, jetzt macht man hier noch ein bisschen was fertig, um die Macht der Tyranniden zu demonstrieren. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen heiß drauf.
Gigant verloren. Ihr geht jetzt unten rum. Zerstört bitte das Gebäude. Rechter Bereich! Noch mehr Tyranniden! Geht aus dem Zielbereich der Raketen. Geht da weg! So, also ich bin sehr, sehr angeschwächt. Ich warte jetzt einen Moment, bis ich ein paar neue Tyranniden dazu bekommen habe. Ich drücke mal D, um alle zu heilen. Also ich bekomme ja Tyranniden dazu, dadurch, dass ich vor dieser Mission, also am Anfang des Videos, meinem Schwarmlord die Fähigkeit gegeben habe, dass er jetzt hier alle heilen, dass er wiederbeleben kann. Heilen kann er auch, aber wiederbeleben. Zack, und hier sehe ich immer wie neue entstehen. Und das freut mich doch innerlich. So. Also, den Baneblade kann man getrost ignorieren und die ganzen Geschütze sowieso. Die eigentliche Idee ist ja, den Kogitator zu zerstören. Dazu muss ich jetzt erstmal alles töten, was hier so rumliegt. Und ein blauer Gegenstand, ich drück mal drauf. Am linken Bildschirmrand steht der Name wie gehabt. Und im nächsten Video gucke ich mir mal an, was ich da bekommen habe. Hier steht jetzt gerade genetische Erinnerung erhalten. Aber was es ist, wie gesagt, im nächsten Video. Ja, ich hab's geschafft. Sieht gut aus. Nach dem letzten Aufflackern des Widerstands wurde der Schwarmlord nicht mehr auf Typhon gebraucht. Er wurde an die Verdauungstümpel übergeben, um irgendwo im Subsektor neu geboren zu werden. In jede Welt des Subsektors Aurelia wurden Tyranniden verbreitet. Sie erwarten den Ruf des Schwarmbewusstseins. Unser Team hat den Gegner besiegt. Und so herrschen die Tyranniden. So eine schwere Biozidkanone, schauen wir sie uns mal an. Die Biozidkanone feuert Hochgeschwindigkeitssalven stark ätzender Kristalle ab, die mit metallischen giftigen Rückständen überzogen sind. Die Kristalle durchbrechen jede Rüstung und richten bei Infanterie und Fahrzeuge heftigen Schaden an. Die Biozidkanone feuert Hochgeschwindigkeitssalven stark ätzender Kristalle. Also das klingt schon mal mächtig. Ich gehe auf Fortsetzen. So, und hier ist die neue Ausrüstung, die ich in der Mission erhalten habe. Das könnte ich mir jetzt durchlesen. Ich beschließe jetzt mal für mich selber, ich lese es am Anfang der nächsten Mission vor, des nächsten Videos vor. Und ich gehe auf Fortsetzen.
Also ich kann wieder zwischen drei Verbesserungen auswählen. Ich gehe mal von links nach rechts durch. Dieser aufgeblähte Thorax enthält einen surrenden Schwarm kleiner parasitärer Absorber, die aus der Brust des Wirtes hervorquellen und Feinde in der Nähe unter einer Welle wimmelnder Kreaturen begraben. Eliteeinheit, die mit der Fähigkeit Infiltration und dem tödlichen Fleischhaken ausgestattet ist, erkennt infiltrierte Einheiten. Ja, und Nummer 3. Empfindliche Nahkampfeinheit, die großen Schaden anrichtet gegen Infanterie, nützt und sich eingraben kann außerdem mit dem Verschlinger verbessert werden. Eine wirkungsvolle Fernkampfwaffe gegen alle Ziele. Ja, und ich wähle natürlich den Säurespucker-Venator. Ich gehe mal auf Fortsetzen. Also ich brauche nichts von all den drei Sachen. Aber es gibt einen Grund, warum ich die nehme. Ich denke, ich muss mal die Einheiten kennenlernen so ein bisschen. Und deshalb schalte ich die Einheiten jetzt auch mal frei. Von welchen Einheiten ist die Rede? Ganz einfach, hier rechts unten am Bildschirmrand hat man ja immer so ein weißes Lock, so ein weißes Schloss. Das heißt, man kann die Einheiten in der nächsten Mission gar nicht kaufen, wenn man sie hier nicht freischaltet. So, und das hier ist nur eine Ausrüstung für meinen Schwarmlord. Brauche ich absolut nicht. Schwarmlord hat super Arbeit geleistet in der Mission gerade. Brauche keine Verbesserung mehr. Ich habe ihn ja am Ende vom letzten Video eine Rüstung gekauft, ja. Eine Rüstung spendiert hier. Im selben Auswahlbildschirm. Da braucht er jetzt nicht noch so einen Thorax-Schwarm hier. Ja, das würde ja nur das würde dem nichts bringen. So. Ich gehe also auf Fortsetzen. So, ich werde mich jetzt mit Hilfe von Brutstätten, von Typhon Primaris, von diesem Planeten, werde ich mich jetzt auffressen lassen und werde dann auf Calderis wiedergeboren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission in Calderis wieder. Für alle, die es nicht verstanden haben, Tyranniden können
von Planet zu Planet reisen, indem sie quasi in so ein Säurebad gehen. Dann sterben die, aber ihr Kopf, also ihr Geist, wird dann auf einem anderen Planet wiedergeboren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.